Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier beim Umzugssimulator, der jetzt mal wieder kurzzeitig anfängt. Wir sind eigentlich immer noch dabei. Ach Gott, ich dachte gerade, wo ist das Lagerfeuer hin? Na, das Buch zu lesen, dass wir das ein bisschen, da die Kilos loswerden, das hier trocknen zu lassen und alles drum und dran. Aber jetzt erstmal müssen wir uns tatsächlich ein Feuerchen machen, weil wir gar kein Wasser mehr haben und wir brauchen ja dann doch ein bisschen Wasser, ne, um hier zu überleben. Und der nächste Stopp ist dann der Picknickplatz und das Come on, da, little fire. ja und so, ne, ihr wisst schon. Ich hoffe, auf dem Weg liegen nicht zu viele Hürden. Oh Gott, ich bin ein wenig aufgeregt. So. Sehr gut, hey. Oh ja, genau, Anna. So ist richtig. So funktioniert das hier. Dann schmelzen wir mal hier. Jetzt sind wir auch wieder ein bisschen was los an Kilos wegen dem Holz. Mein, na, da muss ich mich halt auch immer dran erinnern, dass. Sagt mal, habe ich jetzt die Bügelsäge eigentlich mitgenommen? Gute Frage, ne? Kann ich mir gerade tatsächlich selber nicht beantworten. Ich guck gleich nochmal. Das ist ja nun kein Ding, nochmal ins Haus zu gehen. Ein Stückchen. Ah, ich muss jetzt wieder ein Stöckchen draufpacken und dann. Na, na, Mensch. So. Eigentlich ist die Bügelsäge ja wirklich nur gut, um. Nein, wir haben sie nicht mitgenommen. Schade. Für Metallschrott, ne? Für Metallschrott und um später beim Wolfsberg. Aber vielleicht finden wir noch eine Bügelsäge? Ich weiß nicht, wo ich die 2 Kilo wegmachen soll, ne? Das ist gerade mein Problem. Obwohl, die kommen auch gerade vom Wasser. Tatsächlich. Ich muss gucken, ob ich die überhaupt mitnehmen kann. Wäre mir gerade lieber. Ja, es wäre mir gerade lieber gewesen, hätte ich sie vergessen, tatsächlich. Jetzt sollte ich mal anfangen, die Rohrkolben zu essen. Das ist ja mal eine Idee hier. Mensch, Annika. Du kleines Trottelchen. So, sind wir jetzt zu müde zum Lesen? Oder kann man noch eine Runde lesen? So eine Stunde, Anna? So vorm Einschlafen? Kann ich nur empfehlen, wenn man nicht gut einschlafen kann, so wie ich, lesen. Davon wird man sehr müde. Ja, genau. So, sehr schön. Achso, ich könnte auch hier vorne erstmal noch schlafen. So. Na, dann schlafen wir erstmal ein bisschen. Oh Gott, das wird nicht so lange. 2 Stunden. Drei Grad. Okay, nicht so lange schlafen hier. Da ich habe immer Angst, dass wir erfrieren. Auch wenn wir. Glaube ich, wirklich vorher nochmal gewarnt werden oder so ähnlich. Aber wir sind doch schon mal in Schlaf gestorben. Im Story-Modus. Im Auto. Im Schlaf erfroren. Ist der gute Will. Leider. Ist ja toll. Okay. Na, zum Glück sind wir jetzt gerade nicht am Bauernhof, wo wir sehr aggressive Wölfe hätten. Oh Mann. Wie oft die kommt? Ich bin mal gespannt, ob das überall so ist. Da bin ich mal wirklich gespannt.
bei der Küstenstraße sieht das bestimmt auch schön aus. So mit dem Blick da, den wir dann haben bei unserer Haseninsel. Oh Gott, warum freue ich mich denn da so drauf? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ihr denkt euch schon bestimmt, oh Gott, nicht schon wieder die Küstenstraße und die Haseninsel. Für mich ist es gefühlt 5 Jahre her, dass wir da waren. Eine Runde hier hinten hin, wo es wärmer ist. Na, wie geht's dir, Fell? 91%, na, das wird doch noch. Ich mag aber tatsächlich die Melodie, wenn die Aurora da ist. Die ist super angenehm. Ich habe auch bei Spotify eine Playlist gefunden, die heißt The Long Dark. Und da sind so Lieder drin, die sich so ähneln. Ne? So sehr ruhige, entspannende Lieder. Ist wirklich eine schöne Playlist. Okay, vielleicht ist die Bügelsäge doch noch drin. Obwohl, ich muss dran denken, ne? Wir haben hier noch ein Bärenfell. So, ich glaube, länger können wir doch gar nicht schlafen. Und dann müssen wir auch mal noch das Buch auslesen. Es wird. Wo ist denn das Fleisch? Ja. Ich wundere, ob ich any of this gear. Wie gesagt, so viel Fleisch können wir gar nicht mit uns rumschleppen. Erstens der Kiloanzahl und auch das ist auch... Selbst wenn der Geruch nicht da wäre... Nee, Quatsch. Die Kilos sind halt... Okay. Es wird hier unglaublich kalt. Einfach nur, weil wir zu weit vorne stehen. Jetzt haben wir einen Punkt. Ah nein, jetzt sind wir Level 2. Das ist ja noch besser. Traumhaft. Ich glaube, das Buch ist... Ist es jetzt alle? Jesus, it's cold. Wenn er mal... Jesus, da unten steht, da steht der Air Jesus. Muss ich mal an Jesse Pinkman denken. Von Breaking Bad. Was soll ich machen? Nein, es ist fertig. Tatsächlich. Wow. Wir haben es geschafft. Wup, wup. Ich gucke gleich. Und ab rein, na. Wir sind jetzt anerkannte Level 2 Spezialisten. Ich bin aber überhaupt gar keine Long Dark Spezialistin. Moment, da. Wir sind bei Kadaverzählen bei Level 3 tatsächlich. Bei Kochen sind wir auch Level 3, fast Level 4. Uiuiui. Feuer machen Level 2, das ist noch gar nicht so gut. Das müssen wir wirklich noch ein bisschen verbessern. Eisfischen natürlich noch gar nichts. Schusswaffe Level 2, Bogenschießen noch nichts. Und Flicken sind wir auch Level 2. Das ist doch okay. Es ist doch okay. Damit kann man noch einigermaßen leben, finde ich. So, das ist aber jetzt noch nicht weitergetrocknet. Und die große Frage der Fragen ist, wie ich jetzt fortfahre. Ob ich jetzt die Bügelsäge mitnehme oder nicht. An der Küstenstraße könnte man natürlich schon Angelzeuge brauchen. Wenn wir da keine Bügelsäge finden und keinen Metallschrott mehr haben. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich. Rieche ich? Nee, ne? Okay. So, Bärenfell, du musst nochmal mitkommen. Ich schlepp dich jetzt überall mit hin. 34 Kilo. Ich nehme die Bügelsäge mit. Ich versuche es irgendwie. Oh, ganz schön nebelig. Wie sie hier rumbrüllt. Gerade vorstellen, wie Anna... Ich finde mal ganz gut, was gesagt. Wie Anna hier steht und rumbrüllt, dass sie doch wirklich sehr, sehr kalt ist. Ich will was gucken. Ich breche mir bestimmt gleich irgendwas. Mann, es ist hier viel zu verlockend, hier runter zu gehen, ne? Es ist viel zu verlockend. Ach du Gott. Es erinnert mich immer bei an die Karl-Herausforderung, wo ich da, wo es eigentlich einen Weg tatsächlich runter gab und ich da so dann irgendwann angefangen habe, da die Felsen lang zu kraxeln. Hat aber funktioniert. Wir haben uns zwar immer den Fuß gebrochen, aber es hat funktioniert. So. Tja,
Bügelsäge holen und dann? Gleich weiter? Vielleicht wird es noch besser? Das Wetter? Oh, uns ist ganz schön kalt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Huch! Uns ist so selten so kalt. Mal ein bisschen beeilen hier. Ich darf halt leider hier nicht den Sachen nachtrauern. Da werde ich nie fertig, glaube ich. So. So, schnell rein hier. Schnell ist gut. Jetzt, wo ich nicht mehr sprinten kann. Da liegt doch immer noch das Wolfsfleisch. Das gammelt da vor sich hin. So. Einen Moment, ich muss nochmal hier was liegen lassen. Das kann nochmal ein bisschen trocknen. Weil bei Nebel habe ich sowieso keine große Lust loszugehen. So, jetzt nochmal hier. Herr und Frau Bügelsäger, eigentlich müssten wir das auch noch mitnehmen. Eigentlich sind die tatsächlich... Was brauchte man denn nochmal? Ahorn und zwei Därme. 0,5 Kilo. 0,5 Kilo. Ja, wenn wir uns einen Bogen herstellen, der würde nur 0,5 Kilo wiegen. Wäre leichter als ein Ahornschößling. Das Ding ist, meine Lust, nochmal zum Bauernhof zu gehen und dort was zu craften, ist genau so wenig. Wirklich nicht. Ich will weg. Ich will vorankommen. Und ich weiß aber, dass die Dinger gar nicht mal so unwichtig sind hier. Super, jetzt bin ich bei 34 Kilo. Und vielleicht sollte ich... Sagen wir, keinen Schleifstein haben, ist das natürlich kacke. Und hier ist noch ein Brecheisen. Ein Brecheisen werde ich schon irgendwie finden. Mein Gott. Ich werde es auch ohne Brecheisen, denke ich mal, überleben. Tja, nun... Nun. Könnte tatsächlich nochmal, also... Wasser kriege ich auch schon irgendwie hin? Nein, ich... Warum drücke ich denn das immer? Mensch. Ich meine, ich kann es ja noch im Inventar lassen. Wenn nicht, kann ich ja direkt am Picknickplatz auch nochmal irgendwie 7, 8, 9, 10. Kilo, 3 Kilo. Das ist cool, dass das tatsächlich da steht. 0,2 Kilo im Rucksack, 1 Kilo ausgerüstet. Das ist, weil, ne, die Mütze. 9 Kilo. Ach, okay, ja, das Fleisch ist gerade, ne, was so reinhaut. Aber das ist nicht so schlimm. Das kann ich auch gleich noch essen. Das kriege ich noch weg, das Fleisch. Weil wir können gerade sowieso nicht los bei dem Nebel. Ich esse jetzt gleich mal ein Fleisch. Kommt. Kann ich da ein bisschen besser mit hantieren. Ich glaube, das kriegen wir noch weg. 1,5 Kilo, das sollte schon noch gehen. Und dann mit dem Kilo Bärenfell kriege ich schon irgendwie hin. Irgendwie. Das ist wirklich nicht meine Stärke, ne? Überhaupt nicht. Ich hasse es. Schrecklich. So, was machen wir denn jetzt? Draußen ist es wirklich nicht schön.
Können wir eigentlich nur schlafen? Mal und gucken, ob es vielleicht besser wird, aber ich glaube eher nicht. Um loszugehen. Gucken wir mal. Eigentlich wäre ein Fenster voll cool, wo man rausgucken könnte. Alter, dieses Reh, ne? Eigentlich geht das doch, oder? So wettertechnisch? Da haben wir doch schon Schlechteres erlebt, oder? Sieht natürlich auch nach einem kompletten Sturm aus. Muss ich auch zugeben, aber... Ach, wisst ihr was? Inventar hier. Tschüss und bye-bye. Sag Omi schöne Grüße, wenn sie da ist. Wir kriegen das schon hin hier. Ich schaff das. Los geht er. Wahrscheinlich werde ich genau jetzt von einem Wolf dann angegriffen. Frag mich, ob sich gerade die Verteilung verändert hat, weil da jetzt das Reh ist. Wahrscheinlich, ne? Ja, renn weg, Reh, ist okay. Ich nehme das nicht persönlich. Oh Gott, da oben, dieser scheiß Wolf, da ist er. Das sind gerade schon wieder dieselben. Okay, das Spawnverhalten, okay, alles klar, ich verstehe es. Reden und atmen. Okay, das ist gerade dieselbe Situation, wie wir schon mal hatten. Das ist natürlich kacke. Das ist natürlich blöde. Ganz schön dolle blöd. Die werden uns jetzt richtig nerven. Super, super blöd. So, hier, pack hin. Und wir schlafen. Ich weiß, dass es gar nicht mal so viel bringen wird. Wir müssen erstmal wieder zurückrennen, glaube ich. Wir müssen einen Umweg gehen. Ich habe nur mal die Hoffnung. Ach kommt, ich mach's einfach. Ich kann... Geht der eine hier langsam selber auf und sagt, dass man sich von den Wölfen so vorführen lässt. So. Also, nochmal von vorn. Hier oben stehen wir. Und hinten jumpt ein Reh lang. Und die Wölfe sind gerade, das sind dieselben, die uns beim letzten Mal so massakriert haben. Die müssen, ich glaube, die sind da so. Ist natürlich jetzt blöde, da zu dem Haus zu gehen. Ich habe auch so wenig Lust, mich hier durchzukrebeln. Eigentlich. Wenn ich sie wenigstens sehen würde, ne? Das ist immer das Schlimmste, wenn man die Wölfe nicht sieht. So, und ich werde auch nicht zu nah, so eigentlich an Tankstelle und so. Also ich wollte jetzt eigentlich ganz elegant von da oben, von dem Häuschen da halt diesen Weg so... ziemlich am, so mal am Rand halten, am Rand haltend lang gehen. So, dass da gar keine Möglichkeit erst besteht, uns irgendwie zu nerven. Oder wie die Wölfe wieder mit nach oben locken. Wir können ja nicht immer so ein Glück haben wie beim letzten Mal, wo wir hier durch diese Tunnelding da gegangen sind und dann war auf einmal kein einziger Wolf da.
So, jetzt muss ich hier hinten aufpassen. Hier tummeln die sich ja auch immer rum. Kann doch langsam die Sibylle nicht mehr hören von dem Wolf. Ist immer so, oh nein, nein, nein. Geh, geh weg. Haben sie jetzt eigentlich mal den Wolf eigentlich schon, ist da irgendwas passiert im Story-Modus, dass der Hund, der eigentlich, ne, über Herrn Barkers Leiche steht, dass der nicht einen Wolfskin hat? Ich meine, es würde ja auch eigentlich reichen, ich muss mal kurz meinen Arm hier ausstrecken. Es würde ja auch eigentlich reichen, den vielleicht eine andere Farbe zu geben oder so. Ich glaube, das macht ja schon einiges aus. Obwohl es vielleicht auch von der Rasse her passen sollte, ha? Huh? Sind denn nun nicht hier die besten Lebensbedingungen für so einen Hund? Sollte wahrscheinlich ein robuster Hund sein. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Oh je. Yeah. Ich habe mich schon mal wohler gefühlt in The Long Dark. Ja, das habe ich. Ich höre irgendwas. Ah, oh, ich weiß noch nicht, ob es der Wind ist. Ach Gott, ich hasse das. Der Wind ist Geräusche kulissenmäßig der absolute Feind. Genau der, der gerade anfängt. Wenn man ein bisschen auf die Geräusche. Okay. Ich lass mich angreifen. Kommt, kriegen wir hin. Schaffen wir. Okay. Der soll uns ruhig angreifen. Und wenn er... Ich darf ihn nur nicht erschrecken. Ich hasse das. Ich weiß, ich könnte ihn erschießen. Ich will's nicht. Nice Ding, Anna. Nice, nice, nice. Nee, 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 nee. Mach mal. Und dann mach mal bitte. Wirklich? 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 Okay, 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 okay. Wir hatten noch nie einen Doppelangriff, wenn ich ehrlich bin. Hatten wir noch nie. Ich weiß, ich muss mich... Wartet, wartet. Holy, ich muss mich gerade... Wartet, ich bin sofort wieder Fürchter. Ja, 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 Anna. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es bringt mir nichts, wenn ich gleich wieder eingegriffen werde. Es bringt mir einfach nichts. Wir hatten noch nie einen Doppel... Also nicht so. Nicht so. Wow. Okay. Geil. Ich bin sehr begeistert. Wir haben einen Riss in der Kleidung. Ja, 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 warte, warte. Oh. Stop the bleeding before it gets worse. Ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben Spritzen, ne? Ist es nicht so? Wow, unser Zustand ist ja traumhaft. Was? Blutverlust? Immer noch? Come on, come on! Anna, ist für dich ein paar Zeichen? Need some first aid. Ja! Am Kopf! Ich bin begeistert, ne? Ich bin gerade begeistert. Doppelt hintereinander? Guckt euch mal bitte unseren Zustand an. Und welches Kleidungsstück ist denn ruiniert? Es
Das geht eigentlich, ne? Es ist irgendwie ein bisschen diese Mütze hier. Was ich jetzt machen muss, ist das hier. Sollten uns noch ein paar Bartflechten auf dem Weg treffen, dann würde ich die gerne nehmen. Oh Gott, ey, alte Schwede. Okay. Ja, was willst du machen? Du bleibst halt stehen und verbindest dich sofort, ne? Und gehst ja nicht weg. Selbst wenn wir weggegangen wären, 2 Meter weiter, hätte der uns nochmal, glaube ich, angegriffen. Idiot, ey. Scheiß. Oh, kann ich mir welche herstellen noch? Das ist natürlich super. Können wir gerade hier brauchen. Okay, wir müssen... Es tut mir jetzt sehr leid. Ich hab's doch gesagt. Ich habe gewusst, dass das nicht der... Es ist aber wirklich, das Geräusch ist so ähnlich von dem Wind. Und wenn ein Wolf angreift... Mein Gott, das ist schon wieder... Okay, es geht. Es geht, es geht. Ich trinke gleich einen Kräutertee und dann versuchen wir uns mal ein bisschen auszuruhen. Um unseren Zustand hochzudremmeln. Oh Gott, ey, wie Getasse, ne? Zum Glück haben wir noch Fleisch. Und hier, ich esse Rohrkolben. Also wir können uns in genug ausruhen. Das ist alles drin, ne? Und ich trinke jetzt hier den Tee. Und dann erholen wir uns mal hier ein bisschen. Gott, ey. Mein gut zu wissen, dass wir 2 Angriffe irgendwie aushalten. Jetzt kommt bestimmt ein Lagerkoller gleich. Ich weiß es doch. Dass wir das irgendwie aushalten, ist ja super zu wissen. Aber, ne? Schön, dass anders. Hier können wir nur noch 2 Stunden hier schlafen. Eigentlich bräuchten wir ein bisschen Wasser eigentlich. Okay. War hier irgendwie noch irgendwas außer Karton? Weil ich glaube, die Kiste haben wir auseinandergenommen, ne? Genau, war nur noch ein Karton. Da war ein Werkzeug. Haben wir hier die Bretter? Oh Gott, 2 Stück ist wirklich albern, ne? Eigentlich sind albern. Und wahrscheinlich kann ich die nicht auseinandernehmen, wenn kein Licht ist. Ja? Oh, doch. Okay. Ich glaube, ich mache mir draußen ein bisschen Wasser. Ich meine, da vergeht auch ein bisschen Zeit, sodass wir uns ein bisschen erholen können. Alles okay. Passt schon. Oh, ist noch gar nicht so dunkel, ne? Ah, hat doch gerade erst angefangen. Unsere Blutspur hier. Traum. Ach Gott, Gott, ist das... Ach Mann, ey. Oh, ich wusste aber, irgendwas passiert noch. Irgendwas wird passieren. Naja. Mein Gott. Jetzt sind wir wenigstens da, wo ich eigentlich hin wollte. Schön. Oh. Nun gut. Ich versuche mich mal nicht zu ärgern. Ist natürlich auch ätzend, wenn dann noch das Verarzten in dem Moment nicht klappt. Schrecklich. Perfekt. So, ich mache jetzt auch nur genauso viel, wie ich jetzt hier gerade kann. Mit dem Feuer. Blütenwölfe. Es hat so gut geklappt beim ersten Mal, ne? Dass es so kurz war. War ich etwas übermütig und dachte mir, hey, wir sind so stark und passt schon. Aber nein. Okay, 3 Liter ist vollkommen okay. Ich bleib jetzt hier nochmal einen kurzen Moment einfach so stehen. Weil ich würde gerne, glaube ich, die Mütze reparieren. Findest du mal schade, dass man irgendwie selber rausfinden muss? Da steht ja immer nur Risse in Kleidung. Man weiß ja immer nicht so genau. Klar sieht man es ja dann, aber manchmal... Ja, schon ein bisschen besser. Okay, ist gerade windig geworden. Dann gehen wir mal wieder rein. Glaube ich, draußen ist es ein bisschen zu kalt zum... Wie witzig diese Partikel hier rumfliegen, ne? Vielleicht zu kalt, um zu warten. Nee, Quatsch. Müssen halt bis morgen früh sozusagen unseren Zustand wieder hochkriegen.
Geht da mit dem Tee geht natürlich ein bisschen flotter. Gut, dann esse ich jetzt einfach nur ein Fleisch. Wird schon. Nein, das nicht. Ja, mit mühsamen Schritten und da ist der Sturm, glaube ich. Und da ist er wieder weg. Er war da, dann ist er wieder weg. Ah, wieder da. Also ich glaube, ich warte mal noch ein bisschen. Ich will mich richtig gut noch erholen mit Schlafen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch was essen. Dann sind wir aber das Fleisch halt los und die Kilos. Ist mir gerade ein bisschen schnurzig hier. Dann trinke ich noch den Tee. Und dann versuche ich mal 4 Stunden zu schlafen. Ob das was wird, weiß ich nicht. Und dann muss ich auch den Part beenden. Okay, 39 Tage. Und wir sind fast wieder ganz oben. Ja! Oh, das ist super. Das ist richtig, richtig gut. Ich freue mich sehr. Ich glaube, wir könnten ja dann wahrscheinlich nochmal... Komm, wir machen noch 1 Stunde ran. Komm, 1 Stunde geht noch. 1 Stunde geht noch. Und dann beende ich erst den Part. Und dann hoffe ich, beim nächsten Mal zumindest in die Nähe des Picknickplatzes zu kommen. Das wäre ja schon mal traumhaft. Okay, alle klar, wir sind wieder da, wo wir hinwollen. Das ist super. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, auch wenn wir gar nicht so weit gekommen sind. Aber hey, und dann können wir vielleicht im nächsten Part schon wahrscheinlich ja, klettern gehen und gucken mal, wo wir dann landen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.